Ganz herzlich willkommen zu einem Experteninterview hier bei der Aktionär TV. Die Banken- und Finanzbranche steht im Fokus und neben mir steht Fabian Strebin. Hallo. Hi Marco. Wir starten ganz traditionell mit den deutschen Banken und mit der Deutschen Bank in die Sendung. Die Zinswende zocke hier für Potenzial. Ist es mittlerweile alles eingepreist? Wie könnte es weitergehen bei der Deutschen Bank? Ich denke, dass es gerade bei der Deutschen Bank nicht eingepreist ist, weil sie ja immer noch so als Investmentbank wahrgenommen wird. Sie ist ja aber eigentlich eine Universalbank, also Investmentbanking und eben Geschäfte, die mit Unternehmenskunden und Privatkunden gemacht werden, hauptsächlich eben Kreditvergabe, aber auch Zahlungsverkehrsgeschichten und so weiter, Handelsfinanzierung gerade im Ausland für Unternehmen. Und deswegen glaube ich, dass obwohl mit der Postbank und eben dem Privatkunden Geschäft der Deutschen Bank originär ein sehr großer Kundenstamm besteht, wo es eben hauptsächlich um Konsumentenkredite, aber auch Hypothekenkredite geht und eben noch die Seite mit den Unternehmenskunden, die natürlich auch Kredite nachfragen, dass das hier am Markt und auch bei vielen Anlegern eben nicht so wahrgenommen wird, weil ja auch gerade in der Öffentlichkeit, in den Medien immer wieder die Investmentbank herausgerückt wird, das Handelsgeschäft, M&A-Deals oder auch eben in den letzten Jahren diese ganzen Skandale, die diese Sparte verursacht hat. Und wir hatten zuletzt auch eben über die Zahlen gesprochen, die gemischt ausgefallen sind. Die Sanierung ist jetzt ja abgeschlossen seit Ende letzten Jahres. Man will jetzt sich eben noch mehr auf Profitabilität und Wachstum konzentrieren. In den letzten Wochen hatte man jetzt aber eher den Eindruck, dass die Luft etwas raus ist aus der Aktie. Wir sehen hier, dass dieser Aufwärtstrend, der Ende letzten Jahres ausgebildet wurde, jetzt gebrochen wurde. Die Aktie tendiert jetzt hier seitwärts. Der Aufwärtstrend würde bei 12,50 Euro verlaufen. Das heißt, da sind wir noch einiges von entfernt. Und die Aktie pendelt jetzt eben in dieser Range von 11,25 Euro etwa und 12,35 Euro. Und erst eben, wenn sie hier bei über 12 Euro eben ausbrechen würde, würde das jetzt zumindest aus charttechnischer Sicht für steigende Kurse sprechen. Aktuell eben eine Seitwärtstendenz fundamental, wenn wir uns das ansehen, abgesehen von der Zinswende, die jetzt eben im laufenden Jahr ja weitergeht und die Erträge erhöhen sollte, sieht es ja so aus, als würde jetzt auch der Wirtschaftsabschwung in Europa und Deutschland irgendwo ausbleiben. Wir haben vielleicht im schlimmsten Fall eine milde Rezession, also auch große Kreditausfälle sind jetzt eher nicht zu befürchten und mit einem KGV von 6 für das laufende Jahr von den Analysten vom Konsens geschätzt, wäre die Aktie jetzt eben immer noch deutlich günstiger als die Peers mit 8. Also das spricht eher für die Deutsche Bank-Aktie. Wer investiert ist, bleibt natürlich dabei. Man kann jetzt hier natürlich auch immer noch einsteigen. Wer aber sagt, er möchte jetzt hier erstmal wirklich sehen, dass die Aktie hier auch charttechnisch vorankommt, der wartet eben ab, bis die angesprochenen Marken dann fallen. Dann bleiben wir jetzt tatsächlich im Deutschen Leitindex. Wir kommen auf die Commerzbank zu sprechen. Die ist zurück. Seit Montag wird sie wieder im Deutschen Leitindex gelistet. Wie hat sich das denn, hat sich das chartmäßig bemerkbar gemacht? Ist sie gestiegen? Ja, schon. Also wir sehen ja jetzt hier, dass Montag, wie du gesagt hast, war der erste Tag im DAX. Da hat die Aktie gleich 4,5% zugelegt und auch am Dienstag knapp über 3%. Also Montag und Dienstag, die ersten beiden Handelstage, haben knapp 8% Kursplus gebracht, obwohl ja schon seit Wochen gemunkelt wurde, dass die Commerzbank wieder in den DAX aufsteigt. Seit 2 bis 3 Wochen war es dann auch fast sicher, dass man eben wieder im Leitindex notiert. Da hätte man ja denken können, dass das eben auch alles schon eingepreist ist. Aber die Euphorie war dann doch sehr groß. Die Aktie hat jetzt wieder etwas abgegeben gestern. Also man ist jetzt nicht mehr auf Wochensicht bei 8% plus, aber trotzdem ziemlich beeindruckend, dieses Signal. Hinzu kommt natürlich auch noch, was im Hintergrund abläuft, dass jetzt ETFs, also breit angelegte Exchange-Traded Funds, Indizes, die solche Werte, also solche Indizes wie den DAX abbilden, ja die Commerzbank jetzt kaufen mussten, nachdem sie wieder im DAX notiert. Das hat, denke ich mal, doch für mehr Nachfrage gesorgt, als man vielleicht gedacht hat. Bei ausländischen Investoren wird die Aktie auch interessanter, die jetzt vielleicht den MDAX, wo die Commerzbank vorher notierte, nicht so im Blick haben, sondern eher den Leitindex, eben den DAX. Wir sehen jetzt aber auch hier, dass es jetzt bei 11,40 €, charttechnisch hier eine Grenze gibt und es wäre jetzt auch gesund, wenn die Aktie vielleicht etwas wieder
durchschnauft nach diesem Kursanstieg zuletzt, weil wir sehen jetzt auch hier, dass sich der Aufwärtstrend zuletzt immer weiter beschleunigt hatte und eine wirkliche Konsolidierung, wo die Aktie jetzt nochmal Luft holen kann, das alles verdauen kann, hat es jetzt hier eigentlich länger nicht mehr gegeben. Trotz allem spielt auch hier das Zinsthema natürlich weiter eine Rolle. Wir hatten vor knapp 2,5 Wochen ja die Zahlen zum abgelaufenen Jahr 2022 inklusive der Q4-Zahlen. Da hat die Commerzbank bei den Erträgen und Gewinnen die Erwartungen deutlich übertreffen können. Der Nettogewinn unter dem Strich eben war bei 1,4 Milliarden. Da hatten Analysten nur so mit 1,32 Milliarden in etwa gerechnet. Und auch die Erträge sind jetzt mit 9,5 Milliarden im abgelaufenen Jahr schon fast auf dem Niveau von 10 Milliarden, wo man Ende nächsten Jahres sein wollte. Man hat jetzt zwar die Prognose nur etwas erhöht, vor allem auch, weil man eben davon ausgeht, dass man durch steigende Zinsen in diesem Jahr noch mehr Erträge einfahren kann. Aber es sieht dann doch schon so aus, als könnte diese Prognose insgesamt zu konservativ sein. Erfreulich für Aktionäre eben auch, dass die angekündigten Ausschüttungen jetzt eben kommen. Man wollte ja 30% von diesen 1,4 Milliarden Gewinn vom letzten Jahr an Anleger jetzt ausschütten. Für das Geschäftsjahr 22 eben Ausschüttung kommt jetzt die Dividende 20 Cent je Aktie. Das ist die erste Dividende seit 2018, die war ja ausgesetzt, auch wegen der Sanierung. Und man schüttet aber nicht 30% in Form einer Dividende vom Gewinn aus, sondern man hat jetzt für knapp 150 Millionen einen kleinen Aktienrückkauf auch noch angekündigt. Also man mischt das etwas und das könnte auch im laufenden Jahr eben nicht der letzte Aktienrückkauf dann bleiben. Also hier sieht es auch weiterhin gut aus. Wie gesagt, der Chart vielleicht etwas überhitzt, aber fundamental steht die Ampel weiter auf grün, auch mit den neu aufgenommenen Ausschüttungen und jetzt eben das rege Interesse durch ETFs und vielleicht auch ausländische Investoren. Wir bleiben bei Chartbildern, die sich sehr positiv gestalten. Wir geben uns jetzt aber mal ins Ausland. Wir sehen es schon, Bank of Ireland und auch hier so, schöner Aufwärtstrend. Kann man da jetzt dabei sein und ist der Wert aktuell interessant für Anleger? Ja, wir haben die Aktie schon 2021 empfohlen. Ist eher eine unbekanntere Bank. Natürlich, Irland ist jetzt auch nicht so auf dem Schirm der deutschen Anleger, denke ich mal, oder auch in der Öffentlichkeit, was die Wahrnehmung angeht. Die Aktie hat sich seitdem verdoppelt und wir sehen jetzt eben auch hier, dass dieser Aufwärtstrend sich hier auch immer noch nicht ausgelaufen hat. Also er ist weiterhin intakt. Die Bank of Ireland war verstaatlicht gewesen zum Teil. Im Herbst letzten Jahres hat der irische Staat dann die letzten Anteile verkauft. Das hat natürlich auch nochmal für einen Kurssprung gesorgt. Und an sich ist die Bank aber auch sehr effizient und profitabel schon unterwegs gewesen. Da wird man jetzt weiter, denke ich, am Profil arbeiten. Man hat auch von der niederländischen KBC Bank ein Portfolio übernommen. Die hat sich nämlich aus Irland verabschiedet. Das sollte jetzt eben für weitere Ertragssteigerungen und auch höhere Gewinne sorgen. Da kann es durchaus sein, dass da eben noch zu wenig eingepreist wurde, dass die Erwartungen der Analysten hier zu niedrig sind. Und die Aktie ist noch fair bewertet mit einem KGV von 9. Das ist noch im Rahmen. Und das KGV ist jetzt 9, wird erwartet 2023, war letztes Jahr aber 12. Also da zeigt sich eben schon trotz des deutlich gestiegenen Kurses, dass die Erwartungen, was den Gewinn angeht, nach oben geschraubt wurden, wegen dieser KBC-Kundenübernahme und ich denke auch eben, weil der Staat ausgestiegen ist. Also hier kann man an schwachen Tagen eben durchaus noch zugreifen. Wer investiert ist, bleibt natürlich dabei und erfreut sich an den Kursgewinnen. Dann schauen wir jetzt auf die CaixaBank, Bank, eine der erfolgreichsten Werte im europäischen Bankensektor im vergangenen Jahr. Und wie wir ja schon auf deiner Seite des Charts sehen, es ging auch 2023 jetzt erstmal wieder positiv weiter. Ja, wobei wir natürlich auch sehen, dass hier zuletzt sich auch eine Range ausgebildet hatte. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, letztes Jahr war es sogar die erfolgreichste Aktie im Sektor, angetrieben auch von einer sehr großen Zinsfantasie, weil wir hatten es hier auch schon immer mal wieder, südeuropäische Banken, gerade in Spanien auch, haben viele variable Kredite vergeben und gerade bei so langlaufenden Krediten wie Hypotheken
Darlehen führt das natürlich dazu, dass während der Laufzeit die Zinsen dann immer wieder angepasst werden, eben alle paar Monate nach bestimmten Referenzzinssätzen, die sich vor allem nach dem Leitzins in der Eurozone dann richten. Und der ist ja seit Ende letzten Jahres stark angestiegen und somit auch die variablen Zinsen in Spanien viel schneller als beispielsweise jetzt auch bei uns in Deutschland. Und das hat natürlich zu einem ordentlichen Ertrags- und Gewinnschub, vor allem auch bei der CaixaBank, geführt, die jetzt in Spanien selber nach der Übernahme von Bankia vor in etwa ein, zwei Jahren der größte Player ist, obwohl bei uns auch ja eher unbekannt. Hier ist es so, dass wahrscheinlich doch schon einiges eingepreist ist, auch von der Zinswende. Wir sehen es eben hier am Chart. Es hat sich jetzt nicht mehr so viel getan. Die Bewertung ist jetzt auch über dem Durchschnitt mittlerweile. Allerdings interessant für Schnäppchenjäger, was die Dividendenjäger, was die Ausschüttungen angeht. Man hat nämlich auch angekündigt im Zeitraum 21 bis 24, dass man 9 Milliarden ausschütten möchte in Form von Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre. Und die Dividende wurde jetzt eben kürzlich erst erhöht. Die Hauptversammlung im Februar soll das dann absegnen und dann kann man sich über 5,8% Dividendenrendite laufend freuen. Und das ist, denke ich, ein ganz guter Wert. Hinzukommen können eben Aktienrückkäufe. Letztes Jahr wurden welche getätigt, jetzt für dieses Jahr ist noch nichts bekannt. Aber steigende Ausschüttungen sind eben hier ein Thema. Und vielleicht können doch noch weiter steigende Zinsen hier den Kurs dann doch noch hier oben über die Range ausbrechen lassen. Dann haben wir noch einen allerletzten Wert für heute. Wir schauen auf die UniCredit. Ist das auch eine laufende Empfehlung? Ja, das ist jetzt eine Neuempfehlung. Neuempfehlung. Seit kurzem. Also kann man jetzt noch dabei sein, wenn man es bislang verpasst hat. Ja, auf jeden Fall. Die Aktie ist ganz gut gelaufen, wie man eben hier sieht. Die UniCredit, wir erinnern uns, die stand vor 6, 7 Jahren, ja, gefühlt zumindest vor der Pleite, weil viele notleidende Kredite aus Italien auf die Bilanz drückten. Man konnte dann dort einiges verkaufen oder in Gesellschaften staatlicherseits auslagern, die Kredite aufgekauft haben. Die Bilanz ist jetzt wieder sehr stark. Vor allem eben die Eigenkapitalquote, die hatte keine Kapitalquote bei Banken. Ja, das wichtigste Eigenkapital steht jetzt bei 16% Ende letzten Jahres. Das ist mit der beste Wert überhaupt in der Branche. Und das liegt daran, dass man eben sehr stark auch von den steigenden Zinsen profitiert und jetzt auch Kreditausfälle in den Hauptmärkten Italien und auch Deutschland zuletzt ja kein Thema waren. Man hat allerdings mit 1,8 Milliarden eine Risikovorsorge zusätzlich zu dem, was man regulatorisch bilden musste, gebildet. Das heißt überschüssige Risikovorsorge, die natürlich auch wieder ausgeschüttet werden kann, sollte es dann doch nicht zu einem Gros an Kreditausfällen kommen. Das Thema hier sind aber tatsächlich ohnehin Ausschüttungen, weil die UniCredit letztes Jahr die Märkte damit überrascht hat, dass man 16 Milliarden ausschütten wollte, eben von Geschäftsjahr 21 bis 24. Für dieses Jahr sind jetzt Ausschüttungen, die sich auf das letzte Geschäftsjahr 22 beziehen, geplant von knapp 5,2 Milliarden Euro. Das wäre fast der komplette Gewinn vom vergangenen Jahr, aufgeteilt in Dividende und Aktienrückkäufe. Und zusammen mit dem, was für das Geschäftsjahr 21 ausgeschüttet wurde, wären das dann schon 9 dieser 16 Milliarden, die man für das Geschäftsjahr 23 und 24 ja noch ausschütten möchte. Das heißt, es würden eigentlich nur noch 6 Milliarden übrig bleiben. Und viele Experten denken jetzt eben, dass es am Ende dann doch über die 16 Milliarden Ausschüttungen hinausgeht. Zum Beispiel die Experten von Jefferies, die erwarten 18 Milliarden Ausschüttungen am Ende inklusive Geschäftsjahr 24. Und das liegt eben daran, weil diese Eigenkapitalquote so stark ist bei der UniCredit durch laufende Gewinne und auch einbehaltene Gewinne, könnte man eben jetzt noch deutlich mehr ausschütten, weil diese 16 Milliarden Euro wollte man eben überhaupt nur aus den laufenden Gewinnen zahlen. Und wenn man jetzt die Ausschüttungen, die für dieses Jahr angekündigt wurden, abzieht, kommen wir von diesen 16% immer noch auf 15%. Das Management möchte 13% bis Ende nächsten Jahres nicht unterschreiten. Und dann haben wir aber immer noch überschüssiges Kapital in Höhe von mindestens 5 Milliarden
Euro, was, so hat der CEO angekündigt, eben, wenn man jetzt keine Übernahmen tätigt, dann auch wieder als Dividende an die Aktionäre zurückfließen soll. Und das ist, denke ich, sehr attraktiv, sowohl von der Dividendenrendite als auch vom Geschäftsmodell, weil die UniCredit eben wieder sehr stark dasteht. Saubere Bilanz, man wächst auch dank der Digitalisierung und der Aktienkurs ist jetzt eben, man sieht es hier, etwas zurückgekommen, aber wir denken, dass die Rallye eben noch lange nicht vorbei ist und dass man jetzt das Niveau zum Einstieg nutzen sollte. Das waren die Schlussworte für heute. Besten Dank, Fabian, für deine Einschätzungen. Gerne. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut.